Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kirby Space Program, genau. Ah, ich bin noch so in KSP drin. Zu Sky Factory 4 Minecraft. Ja, ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen erweitert, habe hier schnell noch ein paar Saplings hingesetzt. Hier stehen zwei weitere Öfen und ich habe insgesamt fast 40 Grout am Braten. Bedeutet, wir können jetzt das Zeug hier rausnehmen. Und hier hinten am Ofen ist auch noch was drin. Da, den können wir jetzt auch mal abbauen. Den bauen wir jetzt mal ab, weil der steht hier da unten im Weg. So. Perfekt. Und können stellen den mal zu unserer Ofenfabrik fürs erste Vier hier hin. Du kriegst auch nochmal hier schnell die zwei rein. Du kriegst von hier noch ein bisschen was. Und von hier noch ein bisschen was. Ich mache auch gerade wieder ein paar weitere Bonsai-Pots. So, aber wir können jetzt dieses komische Gedöns da mal designen. Wo ist denn das jetzt wieder? Hier. Nein, ich warte auf der dritten Seite. Hier unten. Zack, hier ist Seared Tank. Ist das ja, braucht er. Dann kriegt er jetzt sein Seared Tank. So. Und dann nehmen wir die Lava und dann können wir die hier da drin platzieren. So, jetzt sollte... Ja, jetzt schmilzt. Schau es an. Und der Vorteil ist, dadurch, dass wir jetzt natürlich schon so viel haben, können wir den Casting Table auch gleich... Ich wollte ein Casting-Table haben, bitte. Danke. Hier platzieren und den kann, muss ich ja dann wahrscheinlich hier so platzieren und dann muss ich einen meiner Saplings nehmen. Auch interessanter Weg. So. Schauen wir mal, wie es hier ausschaut mit unseren Bonsai-Pots. Perfekt. Oh. Bonsai-Pots, mein Leben. Ja, da habe ich auch noch zwei Stück. Ich habe hier jetzt auch ein paar Saplings noch. Dann kann ich hier noch mal was platzieren. So, jetzt haben wir hier geschmolzene Lava drin und die sollte ich doch jetzt einfach... Wie kann ich die jetzt hier rausholen? So, by the way... Kann ich dir jetzt nicht einfach hier so sagen, yo, fließ raus? Das ging doch früher immer. Oder braucht das Ding noch irgendwas? Leute, ich will doch nur das bauen. Drains liquor from a smelteries and tanks. Ein Tanks. War hier nicht irgendwo so ein komischer Tank? Alloy Tank. Alloys from Artifice and Seared Tanks and Melters. Place above a Seared Heater to fill. Muss es above sein? Place above a Seared Heater or Tank to fuel. Warte mal, was brauchst du da drin? Seared Tanks, Seared Window. Einfach ein bisschen Sand. Okay, Sand kann ich mittlerweile relativ schnell mir besorgen. Dank meiner Fabrik. So, jetzt muss ich einfach nur mal hier wieder auf Gorge. Dann kann ich hier... Na, jedes Mal, wenn ich drücke, dann wird es zu Sand. Nein. Nein. So. Sand. Einmal schnell brennen, bitte. Das ist auch noch ein paar Blätter für mich, ne? So, bedeutet, dieses Alloy-Tink-Dingsy-Bingsy-Bingsy braucht hier... Seared Window, Seared Tank. So, also können wir den auch machen, perfekt. Zack. Dann... Einmal... Dann hieß es, zweimal diese Auslässe dran bauen. Gott, ist das assi. Und dann auf Seite 1 dieses komische Ding hier bauen. So. Und wenn ich das jetzt hier oben drauf platziere, kann ich dich dann einfach hier dran platzieren und ich
Muss es dann ins Höhe platziert werden? Empty. Ihr sagt, er hat 16 Platz für Ingots. Wie leere ich denn das Ding dann aus? Jetzt mal ehrlich. Place of Profit. Iron Grey, Charcoal Grey. Mhm. Alloys Liquid. Schwimmmotiv ist hier Tanks. Smell das Place Above. To Fuel. Hm. Aber eigentlich müsste ich doch jetzt sagen können, hey, ich will das da hier rein tun, oder? Wahrscheinlich nicht so. Oh, Mann. Okay, dann muss ich halt bis zur nächsten Folge nochmal alles umbauen, oder was? Jetzt kriegt es nicht mehr raus, ne? Wenigstens geht das Teil nicht kaputt, das wäre jetzt noch der Horror. Aber hä? Wieso kann man das nicht denn hier rausholen? Ist mal ehrlich. Muss doch noch einen Weg geben hier. Oder ist es zu wenig Eisen? Iron Ember kann aus verschiedensten Sachen gewonnen werden. Sand, Gravel und Clay. Das kriege ich schnell zusammen. Davon habe ich ja mittlerweile relativ viele. Hühü. Iron Ember. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Aber wenn ich das hier rein tue, dann fülle ich es ja nur weiter an, oder? Der schmilzt jetzt, dann ist da noch mehr drin. Used one ingot. Aber ich muss das ja auch wieder rauskriegen. Also. Hm. Kann das doch gar nicht sein. Also jetzt mal ehrlich. Das Holz wieder weg tun muss. Ich habe mittlerweile beschlossen, ich tue die ganzen Sachen, also die ganzen Blätter wegschmeißen. So. Hab mehr Kohle dafür auch noch, okay. Dann würden mir meine Kohlebäumchen dann nicht mehr unbedingt lange reichen. Von den anderen habe ich ja noch genug, oder? Na, es fehlt mir noch ein bisschen was, aber ja. Ist die wieder kaputt, ey? Das gibt's doch nicht. Werdet nicht immer kaputt, die blöden Teile. Ich check's ehrlich gesagt nicht, ne? Das ist so. Irgendwas mache ich falsch und ich check's nicht wieso. Es ist so richtig so lol. Ihr wachst alle, okay. Ihr wollt seid auch gewachsen, schön für euch. Ich brauche nochmal den Kohlebaum hier, dankeschön. Hm. Weil ich kann ja schön down solche Dinge machen, aber was bringt sich's? Jetzt habe ich vier davon. Ich könnte das natürlich einen mit einem Hopper machen, kann dadurch voll viel machen. Er muss ja trotzdem irgendwie das Ding umschmelten. Das drin gesmolten muss ich ja trotzdem irgendwie kriegen. Das ist ja das Problem, weil wenn ich jetzt wieder unter Iron gehe, dann habe ich ja irgendwo ein Iron Sibling. Und ich wiederhole mich gleich schon zum 30. Mal. Aber es muss ja... So ein Casting... Ah, fuck, das war der falsche...
Oh, das war der falsche. Wasser, das Ding rein. Oh, bin ich dumm? Habe ich noch irgendwo Clay? Zu wenig. Aber ich habe hier noch genug Clay. Gut. Oh Gott, war das dumm. Ihr habt wahrscheinlich auch schon dann den Kopf zusammengehauen, aber teilweise muss man einfach dumm sein. Pass auf, jetzt funktioniert es dann trotzdem nicht. Erstmal zurück einen Schritt. So. Aber rein theoretisch müsste es doch dann funktionieren, wenn ich sage, hey, ich hänge dich hier an. Ich stelle dich runter. Das funktioniert doch wahrscheinlich wie eine kleine Smeltery. Also denke ich jetzt mal. Zwei. Einmal Wasser. Cauldron einmal auffüllen und. Okay, vielleicht war das zu warm. Oder? Asian Tree Wood in einem Cauldron. Made with planting apple seeds. Oh! Ich brauche ein Apple Sapling. Ich bin mal komplett gerade die ganze Zeit auf dem Holzweg gelaufen. Apple. Ich weiß, dass TB das geschrieben hat. Made with planting apple seeds. Oak sapling. It usually takes 30 seconds to grow. Ah, das ist genau. Jetzt habe ich wieder. Deswegen sollte ich das so machen, weil ich versuchen sollte, da draußen Apfel zu kriegen. Genau. Oh Gott, bin ich ein Hi-O-Pi. Also Tibi, es tut mir echt leid, dass du dir die ganze Mühe gemacht hast und ich diese Woche mal wieder die Hälfte verpennt habe. Ja, das bin halt ich. Totally lost. Genau, oh Gott, ich brauche ja dafür ein Apple Seed. Ein Apple Seed, das war's. So, nächster Baum. Gib mir einen Apfel. So schwer kann es sich nicht sein, dass mir so ein Scheißbaum Apfel gibt, oder? Gib mir einer von euch einfach mal einen Apfel. Das wäre alles, was ich bräuchte. Oh Gott, bin ich dumm. So, noch ein Versuch. Ein simpler Apfel, Leute. Ist das so viel verlangt von diesem Spiel? Ich will doch nur einen Apfel. So einen leckeren, roten, leckeren, süßen Apfel. Und das Spiel sagt nö. Ich brauche einen Apfel, ich brauche einen Apfel, ich brauche einen Apfel, Leute. Ich brauche einen Apfel. Apfel, 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 Apfel. Ich brauche einen Apfel. Yeah. Ach, come on, so schwer ist es doch nicht, Leute. Es wird schon wieder so dunkel, das ist Wahnsinn. Du auch noch, komm. Wenn, dann will ich beide machen. Ja, danke schön. Warum bist du schon wieder so groß? Hast du nicht die Partition gelesen, dass Bäume klein sein bleiben sollen? Ah, oh, Gottes Willen, komm schon. Aber auf die Idee, einen Apple-Seeds zu machen, wäre ich noch nicht gekommen. Oder ich hätte es auch nie wahrscheinlich rausgekommen, weil ich dachte, du bist so lang. Nee, niemals. Das ist also mein Gedankengang wahrscheinlich gegangen. So, nö, nö, das werden sie nicht so wollen von mir.
Aber rein theoretisch habe ich ja ein Iron schon auf Backoff. Bedeutet, ich könnte mir doch rein theoretisch... Ah ne, da brauche ich denn noch ein bisschen mehr Eisen, ne? Aber das wäre jetzt kein Problem. Bis ich diesen scheiß Apple-Seed kriege, kann auch noch ein Jahrhundert vergangen sein. Weil die beiden Bäume machen irgendwie so absolut null gerade. Deswegen würde ich gerne einfach versuchen, einen, schon mal einen Hopper-Bonsai zu machen und da sozusagen dann immer den rauf zu platzieren, den ich gerade viel brauche, das rausholen, was ich brauche und fertig. Dass ich sozusagen einen Hopper-Bonsai on demand mache, was vielleicht gar nicht dumm wäre. Bis ich diesen, also Apple Seeds steht hier doch ganz, made with planting Apple Seeds. Apple Seeds, gucken wir mal, Apple Seed, Apple Seed. Ja, wenn ich einen Apfel zertrete oder am Market für Beetroot, weil ich eine Beetroot habe. Red Wool, ja, das habe ich auch alles nicht, Leute. Bedeutet, ich muss einfach einen Apfel hier rauskriegen aus dem Baum. Das kann noch dauern. Ich habe aber 4 Dinge und ich brauche 1, 2, 3, 4, 5. Bedeutet, ich kann doch rein theoretisch noch ein bisschen schnell farmen. Damit wir in dieser Folge wenigstens ein großes Update haben. Ich kann euch ja nicht einfach so gehen lassen. Ne? Das geht ja gar nicht. Hier kommt das ganze Holz wieder rein. Die ganzen Blätter wieder weg. Ach, der kein Schwein. Und dann schauen wir noch mal, ob wir noch mal so ein Iron Ember machen können. Bitte, 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 bitte. Was fehlt noch? Kohle. Das kriegen wir schnell noch hin. Also ich würde jetzt dann den Kohle Sapling zum Beispiel fürs Erste auf so ein Ding drauf hocken. Eins fehlt noch. Okay, eins noch, eins noch, eins noch. Komm schon. Für die Folge, mein Freund, für die Folge. Ah, komm schon. Tu's für die Folge. Aber vielleicht kriegen wir dann auch so eine höhere Drop Rate raus von einem, für einen Apfel, bei einem normalen Apfelbaum. Das könnte man natürlich auch machen, weil dann lasse ich es einfach laufen, sozusagen. So, Erde geht jetzt mal schnell in den Smelter. Du smeltest mal die Hälfte durch und du smeltest mal die Hälfte durch. So. Und dann schnappe ich mir schon mal einen der Bonsai-Top-Pots. Und ich würde sagen, ich schnappe mir einfach gleich mal den direkt von der Kohle. Weil ich es kann. Und baue mir dann noch eine Kiste, eine Testkiste. Warte mal, wir können ja direkt mal auch auftropfen. Wir machen das jetzt wie folgt. Noch eine Kiste. Dann würde ich mir eh was so für den Holzhopper. Perfekt. Bedeutet, wir platzieren jetzt hier einmal die neue Konstruktion. Die Testkonstruktion sozusagen. Der Hopper geht hier rein. Und jetzt brauche ich noch schnell das Eisen. Genau. Und wenn ich mir hier war, das hier der hin. Oder was? Ah ne, warte, da fehlt noch eine Kiste drin. Komm nochmal zu Holz, bitte. Zu Holz. Zack. Kiste draus. Zack. Zwei flache Kisten. What? Hopper. Und dann Bonsai toppen mit Hopper. Genau, dann kommt hier noch ein Stück Erde rein. Und dann jetzt sagen wir mal zum Beispiel den Colding. Schauen wir mal an, was passiert. Das will ich jetzt mit euch noch diese Folge sehen. Ich habe schon eh wieder überzogen 5 Minuten. Aber hey, wen interessiert das? Will jetzt einfach sehen, ob sich das was bringt. So, 50, 60. Der wächst wenigstens schön. Weil das wäre halt ein echter, gell, wenn wir sagen, okay, wir tun halt jetzt hier fürs Erste nur den einen drauf lassen. Ich lasse ein bisschen laufen oder sowas. Und
dann beim nächsten Mal haben wir eine schöne Kisten voll. Ist. Und er ist weg. Geil. Und das Zeug ist hier drin. Ja, perfekt. So soll das sein. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, ich sage wie immer, vielen Dank an TB für die Infos über die letzten 6 Videos vor dieser Woche. Wir haben hier erst unsere erste Hopper-Konstruktion für einen Bonsai-Baum. Wird zwar nicht dauerhaft so bleiben, wie gesagt, eigentlich soll da drunter dann Hoppers laufen, die das Ganze abtransportieren. In Zukunft natürlich dann auch außer Eisen. Aber fürs Erste ist das natürlich sehr praktisch, damit man einfach schon mal einen Vorrat kriegt. Was wir noch gucken können, ist, wie viel so ein Apple Sapling bringt, wenn ich den jetzt auf einem Bonsai-Baum hier platziere. Drop Rate als Chance ist 70% in dem Bonsai-Ding. Bedeutet, ich werde jetzt einfach nach der nächsten Wand das Ding, den Oak Sapling reintun und den mal durchlaufen lassen. Und dann sollten wir bis zur nächsten Folge auf jeden Fall hoffentlich einen Apfel erhalten, ne? Also, bis dann. Ciao.